seid ihr überhaupt nicht in diesem Video drin, außer ich erwähne euch namentlich. Das macht ja hin und wieder gerne mal. So. Mal gerade gucken. Ich fast vergesse, mein Trainingsplan aufzuhängen. Das fällt einfach nur erst mitten drin auf. So, jetzt aber. Guck mal, schon wieder volle Hütte. Ich freue mich, dass ihr da am Start seid. Wie gestern versprochen, machen wir den Dienstag heute etwas sportlicher. Das heißt, wir gehen so in eine Zirkelrunde rein. Da haben wir das letzte Mal 6 Stationen mit 2 Durchgängen gemacht. Heute sind es 10. Das heißt, der Zirkelteil nimmt ein bisschen mehr Raum ein. Dafür wird ein bisschen weniger erklärt. Ich gehe natürlich gleich trotzdem nochmal mit euch durch die einzelnen Kombis und erkläre natürlich auch die Übungen, damit ihr die möglichst richtig ausführt, weil da kann man natürlich von der Auslastung des Muskels, aber eben natürlich auch von dem Schonen der Gelenke irgendwie noch immer ein bisschen die Stellschraube nach oben drehen. Aber wie üblich gibt es für euch eine allgemeine Erwärmung. Ich mache mal so ein bisschen Platz hier, das ist mal mein Kramstolper. Und da können wir schon mal anfangen, ganz entspannt hier im Sprunggelenk zu federn, die Schulter ein bisschen auszulockern und langsam warm zu werden. Ah, guck mal, sieht gut aus da oben. Freue ich mich. Okay, dann einmal mit den Handgelenken schön durchkreisen, schön den Unterarm arbeiten lassen. Ich gerne auch ein bisschen schaffen, Ausfallschritte machen, rechts, links springen, euch bewegen. Und jetzt mal die Handgelenke in die andere Richtung drehen und gut gleichmäßig atmen. Dann drehen wir einmal die Daumen ganz nach außen und in der andere Richtung auch, also den Arm der Länge nach. Mal ganz kurz am Umkehrpunkt die Spannung halten. Dann könnt ihr die Arme ein bisschen auseinanderklappen und mit den Ellbogengelenken kreisen. Und auch hier wird die Richtung mal gewechselt. Und jetzt mal ruhig und gleichmäßig atmen. So viel Luft reinholen, wie es geht. Dann könnt ihr eure Fingerspitzen oben auf die Schultern legen und macht große Kreise nach hinten. Und die nehmen wir jetzt mal nach vorne. Okay, dann kurz auslockern. Wenn ich möglichst erotisch meinen Hoodie ausziehe, ist doch ein bisschen warm hier. Und jetzt können wir den rechten Arm nach vorne und den linken nach hinten kreisen. Dabei ganz bewusst mal die Schultern reinfühlen. Ich hätte die vielleicht mal ein bisschen weiter aufgemacht. Erstmal nicht mit zu viel Schwung reingehen. Da habt ihr gleich noch Gelegenheit für. Und auch hier einmal die Drehrichtung wechseln. Und dann nehmen wir die Arme auch schon im Wechsel nach vorne, einen nach dem anderen. Haltet die Körperspannung und bleibt möglichst aufrecht dabei. Und auch hier mal nach hinten kreisen. Jetzt kreist mit den Armen gleich hin nach vorne, schließt die Ellbogen möglichst früh über den Kopf und trennt die möglichst spät. Und nimmt auch nach hinten die ganze Bewegung mit. Schulterblätter hinten zusammenziehen. Und einmal von unten nach oben. Auch hier Ellbogen möglichst früh schließen, möglichst lange zusammenhalten. Okay, dann rechts, links, Arme auslockern.
bleiben wir einmal kurz stehen und machen das große Rumpfkreisen. Da kommen wir nicht drum rum. Also einmal möglichst große Bewegungen, wie der Jack in the Box. Ganz vorbeugen, ganz zurücklehnen, seitwärts auch weit raus. Und auch hier gerne mal die Richtung wechseln. Und dann könnt ihr euch aufrichten, die Hände seitwärts auf die Oberschenkel legen und hier die Hand zum Knie runterschieben. Möglichst weit, nicht mit Schwung am Anfang. Kommen wir gleich zu. Dass ihr euch da jetzt nicht verknackt, solange ihr noch nicht richtig warm seid. Jetzt könnt ihr den gegenüberliegenden Arm mal nach oben ziehen, ein bisschen mehr Schwung rumkommen, die Hand vielleicht unter das Knie hinaus runterbekommen. Okay, und jetzt stellt euch hin, versucht eure Hüfte in der Position zu halten, wie sie gerade steht, und im Rumpf ein bisschen zu rotieren. Gleich nehmen wir die Hüfte auch mit, aber erstmal hier ein bisschen verbringen. Den anderen Arm ein bisschen aufmachen. Und jetzt nehmt ihr die Hüfte mit. Für die Ferse noch nach außen drehen. Alles ein bisschen einrotieren. Okay, jetzt sind wir die Hände hier vorne zusammen. Macht mal eins, zwei und zieht die Arme einmal hier zusammen mit ein bisschen Schwung. Natürlich so, dass ihr euch da nichts zerrt. Jetzt wechseln wir den Winkel, dass wir immer schräg nach oben außen ziehen in meinem Wechsel. Okay, dann nochmal locker ausspringen. Während ihr so Schultern auslockert, könnt ihr direkt die Fersen hinten hochnehmen. Einfach auf der Stelle anfersen. Auch richtig nach vorne hochziehen, die Knie. Und jetzt können wir mal drei Schritte nach links und drei Schritte nach rechts. Schneller Richtungswechsel. Körperspannung und ihr schaffet die Füße nach vorne raus, haltet hier vorne die Spannung, nur im Sprunggelenk federn. Nochmal ausspringen. Und zu guter Letzt eine Hampelmann-Variation. Das vom normalen Hampelmann erstmal ausgehen, klar, Füße zusammen, Arme unten, Füße auseinander, Arme über den Kopf zusammen. Bleiben wie sie sind, die Füße werden nach vorne und hinten gesetzt. Jetzt sind wir die Arme auch mit nach vorne, senkrecht und bis auf den Oberschenkel runter. Arme bleiben, wie sie sind. Okay, dann könnt ihr nochmal auslockern. Gerne schon trinken, das würde ich euch empfehlen. Wir zirkeln ja heute, habt ihr mal 30 Sekunden Pause zwischendurch, dass ihr euer Trinken möglichst nah bei euch habt. Vielleicht auch ein Handtuch. Irgendeine Hand noch den Ton dauernd an. Bitte?
Irgendeiner hat einen Ton noch an, den hört man immer trampeln, da hört man dich schlechter. Ja, okay, ich kann mal gerade gucken. Das kann ich hier auch technisch lösen. Na, guck mal, sind doch noch ein paar mehr dazu gekommen. Ja, ich mach mal die, die es vergessen haben, einfach stumm. So. Also ich bin ja sowieso jemand, der, ich spreche ja gerne alleine, wisst ihr ja. So, also ich stelle den Timer gerade um, mache natürlich noch eine Runde Skippings. Heute mit einem etwas moderateren 15-Sekunden-Intervall. Das heißt, locker auf der Stelle laufen, die Hände nach vorne rausschlagen, ihr kennt das Spiel. Auch noch eine Runde, alle 15 Sekunden kleiner Spurt und 15 Sekunden locker. Auf die Plätze, fertig und locker rein. Holle die Hände raus, bleibt ganz entspannt, Atemrhythmus anpassen, Gewicht verlagern, geht den ganzen Weg vom Kinn und ganz zurück. Oh, auf die Plätze, fertig. Jetzt das Tempo anziehen, die Hände locker nach vorne werfen, geht nur um die Geschwindigkeit, nicht verkrampfen und gleichmäßig atmen dabei. Brauchen wir locker, 15 Sekunden Zeit, um Luft zu holen. Und Intervall Nummer 2, erste Minute, nochmal ein bisschen anziehen. Intervall Nummer 3, auch hier Tempo noch ein bisschen hochschrauben, nicht verkrampfen, nehmt die Schulter mit nach vorne, drückt euch mit den Füßen ab. Und wieder entspannt. Und jetzt kommt das letzte von drei Intervallen. Und los geht's. Und locker. Und hepp, vorletztes Intervall. Und nochmal locker. Und die letzten 15 Rollen an, da können wir nochmal ausflippen. Und auf Plätze, fertig, Gas. Letzten 15 laufen. Noch 10. Okay, hervorragend. Dann könnt ihr euch ein Schluck Wasser genehmigen, wenn ihr welches griffbereit habt. Timer stoppt mal gerade und stellt den mal um. So, versprochen ist versprochen. Jetzt kommt ein Zirkeltraining. Da haben wir insgesamt ein paar Skipping-Runden dabei mit Haken aufwärts, seitwärts und den Geraden, wie gerade gehabt. Wir haben aber auch Kombinationen und wir haben natürlich Körpergewichtsübung. Die können wir natürlich nie rauslassen. Und deshalb würde ich mit euch die Kombinationen oder Schlagverbindungen gerne mit euch mal durchgehen, damit wir die nachher natürlich nicht nur auf Geschwindigkeit, Wiederholungszahl, sondern auch noch technisch sauber, wie das eben schnell geht, möglich hinbekommen. Guck mal gerade hier drauf, haben wir die aufgeschrieben.
Die erste ist relativ simpel, da muss ich, glaube ich, nicht allzu lange erklären. Ich will trotzdem, dass ihr versteht, was ich von euch möchte, nämlich ihr bleibt stationär in den 30 Sekunden der Ball, der Timer kennt ihr, der fliegt alle 30 Sekunden ab. Das heißt, wir haben immer die Hälfte der Zeit volle Belastung, und zwar so viel wie geht. Und dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, um Luft zu holen. So, stellt euch mal hin, macht die Deckung zu. Da könnt ihr darauf achten, dass es alles aus einer kompakten Deckung schlagt und vor allem die Ellbogen hier vom Körper bleiben. Das ist eine 1, 2, 1, nämlich führen gerade Gewicht hier zum Schlaghandbein. Damit lade ich eigentlich meine Schlaghand auf. Dann schiebe ich hier die Hüfte voll nach vorne. Ja, dann spricht die Schlaghand gerade und dann schließe ich dann führen gerade ab. Könnte man natürlich auch mit Schritten machen. Haben wir jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gehabt, mit rein rausgehen. Aber hier reicht es mir, wenn ihr das gleich so schnell wie ihr könnt. 1, 2, 1 und wieder von vorne. Begebt euch bitte auch mal wieder kurz noch in die richtige Position und startet dann wieder von vorne und versucht es mal als abgeschlossenes Ding, also quasi als eine zusammenhängende Schlagserie anzufeuern. Dann kommen wir ganz gut hin. Und wichtigster Punkt, wenn ihr es schnell bringen wollt, Fäuste spät eindrehen, früh zurückdrehen, weil sonst kriegt ihr hier Platzprobleme und dann kommen so komische übereinander oder untereinander durchgeschlagene Hände, die nicht wirklich im Sinne des Erfinders wären. So, was habe ich noch? Station Nummer 6 ist eine 1-2-2. Die hatten wir im Kontext Deep Dive Schlaghand. Haben wir ja gemacht. Das findet ihr bald auch online auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr nochmal durchgehen wollt oder habt es verpasst. Da schlagen wir eine 1-2 zurück und nochmal eine vollständige 2. Diesmal ohne Mike-Bewegung. Bitte auch mal gerne erstmal hier rüber gemieden. Das aber nur schlagen, so viele Kilos wieder zurück aufs Schlaghandbein bringen, dass die zweite Schlaghand eben auch vollständig sitzt. Das würde ich gerne sehen. Dabei immer die Schulter der schlagenden Hand und decken uns dann auf einen Punkt. Gehen wir nochmal durch, bringe ich die Kilos hier rüber. Wie gehabt, kann hier eine schöne lange Schlaghand rausbringen, muss dann aber nochmal zurück aufs Schlaghandbein, und zwar in der Geschwindigkeit, dass die zweite Schlaghand nicht viel zu spät kommt, aber eben auch vollen Bums hat. Das heißt, ein Extrem wäre ganz zurück. Wenn ich da treffe, ist der Gegner wahrscheinlich nicht mehr an der gleichen Stelle. Oder wenn ich hier vorne bleibe, dann kommen die zwar schnell im Takt, aber da kommt keine Kraft mehr an. Deshalb genau den guten Mittelweg finden, ungefähr, dann könnt ihr das Ding auch sauber platzieren. Da habe ich noch einmal hier aufgeschrieben, die Station Nummer 10. Das ist die 1, 2, 3, auch Klassiker. Ihr habt gesehen, immer Dreier-Kombis oder Schlagserien sind alle anwendbar. Baut die gerne in eure Schattenboxen ein, wenn ihr meint, dass die für euch passen. Führen gerade, Kilos hier rüber, Schlaghand gerade voll durchziehen, Ferse mit eindrehen, Hüfte ganz nach vorne, damit hier der Seite des Kopfhaken auch ordentlich passt. Und dann seid ihr wieder zu. Also 1, 2, langer Kopfhaken. Bauen wir zu. Machen wir nochmal. 1, 2, langer Klopfhaken. So, jetzt nochmal zusammengefasst. Also außer den Skippings, die erkläre ich gleich nochmal pro Station einzeln. Wir haben die 1, 2, 1, die 1, 2, zurück 2 und wir haben die 1, 2, 3. Habt ihr schon drei Serien oder Kombis, die ihr quasi einstreuen könntet? So, und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Und zwar habe ich mir natürlich irgendwie jede Station aufgeschrieben. Die Übungen müssen ja erklärt werden, damit ihr die gleich auch anständig ausführt, weil mir ist wichtig, dass ihr lieber die Übungen sauber macht, als viel zu schnell und dafür gehaspelt. Außerdem bringen wir ein wenig. Also wir fangen an mit Hopp-Schreck-Sprüngen, aber eine meiner Lieblingsvarianten, nämlich die 180-Grad-Sprünge. Wir drehen uns einmal im Gegenuhrzeigersinn, einmal im Uhrzeigersinn. Wichtig ist, dass ihr euch schulterbreit hinstellt. Das sieht man jetzt hier nicht schlecht, aber schulterbreit. Fußspitze ein bisschen nach außen, dann geht ihr mit dem Arsch quasi unterhalb der Knie, springt ab, einmal hier rum und dann ab. Man müsste einmal einen Drall haben und natürlich auch höher abspringen, damit ihr genug Zeit habt, euch in der Luft zu drehen. Und nochmal der Tipp auch bei der Variante, bitte nie aus dem Springen mit gestreckten Knien landen, das ist furchtbar schlecht für alle eure Gelenke. Und immer wenn ihr aufkommt, hier mit den Sprunggelenken abfedern, in die Knie gehen, dann direkt die Kraft wieder umkehren, ist selbstverständlich anspruchsvoller, aber sinnführender. Wenn es überhaupt nicht mehr geht, macht er Kniebeuge möglichst explosiv, ja, dass er so ein bisschen hochkommt. Dann kommt er auch noch mit rein. Das ist Station Nummer 1. Station Nummer 2 sind Skippings, habe ich eben angedroht. Ihr habt ja eben schon im Warm-up gemacht. Eine Runde, 30 Sekunden lang so schnell hauen, wie ihr könnt. Vor allem nach den Hock-Steck-Sprüngen relativ anspruchsvoll. Danach kommen Liegestützen, weil ich die jetzt in der vergangenen Woche mal wieder gesehen habe, in allen möglichen fürchterlichen Varianten. Euer Oberkörper soll aussehen wie ein Pfeil mit dem Oberarm, ja, und nicht wie ein Zeh. Sonst habt ihr Probleme in Schultern und ihr trainiert auch nicht effektiv. Hier müsst ihr viel mehr stabilisieren, ja, auch längere Hebelarme. Ja, aber ihr müsst dafür
die vollständige Bewegung. Und da bitte auch hier nicht hinten durchhängen, ja, oder den Arsch rausstrecken. Und ihr bleibt quasi wie ein Brett, geht runter, dann auch hoch. Häufigster Fehler ist übrigens der hier. Und dann den Arsch heben. Dabei macht ihr eigentlich nicht mal, trainiert ihr eigentlich fast gar nicht eure Brustmuskulatur. Deshalb achtet mal auf eure Ausgleichsbewegung. Sobald ihr müde werdet, fangt ihr an zu pushen. Und dann ganz bewusst da stabilisieren, wo ihr durchhängt. Und dann läuft die Kiste hoffentlich auch. So, nach dem Liegestütz kommt die, ich moderiere das gleich natürlich nochmal in der Pause durch, damit ihr mal wisst, was als nächstes kommt. Nach dem Liegestütz kommt die 1, 2, 1, die haben wir gerade besprochen, da muss ich jetzt nicht allzu viel drüber erzählen. Dann habe ich das gute alte Paddeln. Legt euch ab, Arme gerade rausstrecken, ne, hier, das hier ist nicht gerade, nur so als Tipp, gerade rausstrecken, Oberschenkel in die Luft und über Kreuz, hier schön abpaddeln mit Spannung unter dem Rücken, und zwar so, dass die Oberschenkel nicht am Boden aufliegen. Ja, das heißt, sie bleiben die ganze Zeit in Bewegung. Danach kommen Station Nummer 6, die 1, 2, 3. Haben wir eben auch kurz durchgegangen. Hier bitte darauf achten, dass ihr immer die Hüfte mit nach vorne bringt, wenn ihr eine vollständige Schlaghand schlagen wollt. Dann habe ich, was ich mir dabei gedacht habe, die Bergsteiger oder Mountain Climbers für die Leute, die Anglizismen präferieren. Das heißt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ihr eure Lendenwirbelsäule stabilisiert. Ich mache es meistens so, dass ich ein Bein vorne direkt in der Luft lasse, dass ich hier gar nicht mehr aufsetze, sondern hier einfach nur anziehe. Ihr könnt aber auch komplett umspringen. Das liegt so ein bisschen daran, ob ihr lieber schnell die Wiederholung machen wollt oder zwischendurch immer eine Stockbewegung habt. Dann kommt Station Nummer 8. Das sind die Skippings, genau. Aber nochmal schnell raushauen. Alles, was ihr könnt, so viel wie es geht. Und danach kommt noch der Plank. Den machen wir als High Plank, das einfach oben halten. Könnt dabei ein Bein gerne in die Luft tun, wenn euch das zu langweilig wird. Da sind 30 Sekunden nicht allzu viel, also eher die Pausenstation. Danach kommen die 1, 2 und der Kopfhaken. Und wenn ihr das dann einmal alles durchexerziert habt, wisst ihr ja ungefähr, wie es läuft. Und dann fangen wir nochmal von vorne an für den zweiten Durchgang. Diesmal lassen wir die Übungen aber auch nicht zweimal hintereinander laufen, sondern einmal 1 bis 10 und dann wiederholen wir die nochmal. Und beim zweiten Durchgang wisst ihr ja noch ungefähr, wie anstrengend die waren und wie viel ihr dann noch rauskitzeln könntet. Soweit klar, wenn jemand eine Frage hat, haut raus. So möge er nun sprechen oder für immer schweigen. Super, gut, dann kann ich den Timer mal einstellen. Und dann beginnen wir gleich direkt mit den 180 Grad Fox-Strecksprüngen. Ziehen wir schön durch. Auf die Plätze. Fertig. Achso, genau, ich hätte noch einen Deal für euch, bevor ich das vergesse. Und zwar, wir können, wenn ihr wollt, den Plank auch ein bisschen länger machen, als das eigentlich Ziel ist. Das heißt, den würde ich gerne zwei Stationen machen, den High Plank. Das heißt, da halten wir einfach zwei Pieps, sage ich euch auch nochmal. Und danach kommt aber trotzdem die halbe Minute Pause, damit ihr da rausholen könnt, aber damit wir die Rumpfmuskulatur jetzt auch ein bisschen ausgequetscht bekommen. Okay? Also, machen wir doch auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Dann legt los, macht mit euch. Muss ja auch was tun. Ich passe hier irgendwann nicht mehr durch die Tür. Noch 13 Sekündchen. Auslockern. Nächste Runde sind die Skippings. Bis aufs Blut 30 Sekunden. Danach habt ihr 30 Sekunden Pause. Gönnt euch die Atempause, vor allem nach den Beinübungen. Und jetzt nicht verkrampfen, möglichst entspannt bleiben, aber lange Hände rausschlagen. Und los geht's! Letzten 10 laufen. Okay. Dann könnt ihr
wieder auslockern und dann kommt als nächstes der gute alte Liegestütz. Aber nochmal darauf achten, wenn ihr die Daumen so auf Nippelhöhe haltet, dann stehen die Oberarme relativ sauber, wenn die Hände unterhalb der Schultern platziert sind. Dann könnt ihr da schön arbeiten. Und auch hier nie absetzen, lieber oben halten, nochmal durchschnaufen, noch einen machen und noch einen und dann am Ende eine Zeitlupe ablassen. Hände aufsetzen. Oh, und los geht's. Die Arme kurz auslockern, bevor ihr hochkommt. Und ich sehe schon als nächstes kommt hier 1, 2, 1, das heißt die erste Schlagserie. Auch da könnt ihr gerne explosiv arbeiten. Gerne darauf achten, wie eure Balance nach den Durchgängen ist, wenn ihr schon länger boxt. Könnt ihr da sicherlich noch was rausholen. Oh, mal geht's in 3, 2, 1. Okay, dann können wir mal durchschnaufen. Paddeln kommt als nächstes. Dabei sind die beiden wichtigsten Punkte, die Arme ganz ausgestreckt zu lassen und vor allem die Oberschenkel in der Luft zu lassen. Haben noch 10 Sekunden, könnt ihr euch also schon mal hinlegen. Von Piep zu Piep wird gepaddelt und zwar möglichst explosiv. Und los geht's. Hervorragend. Dann können die alle wieder an die Oberfläche kommen. 1, 2, 2. Führen gerade und zwei Schlaghandgeraden hinterher. Ah, ich sehe schon, der Herr Hauke hat noch Leute mittrainieren. Kann man nie genug oder nie früh genug mit anfangen. Okay, 1, 2, 2. Aufplätze, fertig. Zweimal die Schlaghandseite, Hüfte nach vorne rotieren, nicht vergessen. Bergsteiger, so leid es mir tut. Aber auch das ist eine super Übung für den Rumpf, den Vorderrad der Oberschenkel. Haltet dabei eure Schultern immer überhalb der Hände. Versucht nicht, dass ihr so nach vorne wandert dabei. Und lasst sie hier und stabilisiert das Ganze im Schultergürtel. Dann habt ihr da nochmal einen zusätzlichen Effekt. Einmal Hände aufsetzen, Beine hoch. Und los geht's. Nicht vergessen, Lendenwirbelsäule stabil halten. Noch 20 Sekunden. Und die Schultern über den Händen halten. Weit nach hinten raustreten. Puh. Puh. Puh.
Letzten fünf. Bei der Übung bin ich immer froh, wenn ich nicht so spät gegessen habe. So, dann kommen wir nochmal in die Skippings. Die liegen schön weit auseinander, also könnt ihr nochmal ordentlich laufen lassen. Eine kleine Leistungsspitze, was die Cardio-Fitness angeht, setzen. Und dann kommen wir schon zu den letzten zwei Stationen. Auf die Plätze, fertig. Und raus mit den Händen. Oh, die letzten 10. Noch ein bisschen Gas geben. Da ist doch bestimmt noch was drin bei euch. Okay, dann kommt das nächste, der Plank, also der Unterarmstütz. Dabei ganz wichtig, Hintern stabilisieren, Rumpf stabilisieren, nicht durchhängen im Lendenwirbelsäulenbereich und nicht vergessen, beim Piep kommen nochmal 30 Sekunden davon. Also machen wir eine Minute, damit ihr auch ein bisschen leidensfähig seid. Ihr könnt einmal die Ellbogen aufsetzen, Schultern bleiben genau über den Ellbogen. Noch 3, 2, 1 und 2 Pieps wird gehalten. Auch hier hilft Atmen. Ich habe jetzt, weil ich das immer sage, mal recherchiert. Der aktuelle Rekord, soweit ich das weiß, liegt bei 8 Stunden, 15 Minuten und 15 Sekunden. Das heißt, bitte diese Minute einfach versuchen durchzuziehen. Die erste Hälfte ist gleich rum. Und die letzten 30 Sekunden laufen. Nochmal den Hintern anspannen, den Rücken ein bisschen rund machen. Nicht durchhängen, ganz wichtig. Schultern bleiben über den Ellbogen. Und die letzten 10 brechen an. Könnt ihr mal vergleichen, wie sich das gleich im zweiten Durchgang anfühlt. Okay, hervorragend. Und nur so, ne, zum Spaß, wer Bock hat, kann ja gleich mal nach dem Training sich diesen Weltrekord angucken mit den 8 Stunden und 15 Minuten. Das sieht nicht aus, als würde es Spaß machen, muss ich zugeben. So, 1, 2, 3. Zählen für Anfänger. 2, oh, den langen Seiten des Kopfhaken. Den hauen wir jetzt nochmal durch und dann sind wir schon, das ist schon die 10. Station. Danach gehen wir das Ganze nochmal durch, dann wisst ihr ja, wo der Frosch die Locken hat. Einmal Deckung zu. Oh, los geht's. Mit der Schlagwand den seitwärts Kopfhaken vorbereiten. Dann können wir mal von vorne anfangen. Also jetzt kommt die Beinübung, die ziemlich auf die Pumpe geht. Kommt zuerst. Also noch einmal 180 Grad Jump Squats. Habt aber noch 15 Sekunden Zeit. Nutzt die Weise, um euer Blut mit Sauerstoff anzureichern. Auf die Plätze. Fertig. Und ab dafür. Letzten 15, Hälfte habt ihr geschafft. Bleibt dran. Ganz bewusst die Beine auslockern. In
Nächste Runde Skippings. Schön schnell, schön lang. Keine Kraft, nur Geschwindigkeit. Und los geht's. Tempo halten, sieht gut aus bei euch. Okay. Liegestütz. Ist mir gerade eben eingefallen, dass ich eben erklärt, dass wir einen High Plank machen, haben wir einen Low Plank gemacht. Oder normalen Plank, dafür aber eine Minute, da bin ich auch cool mit. Ich habe kurz meine Synapsen falsch angeschlossen. 5 Sekunden noch, Liegestütz, schulterbreit, Daumen auf Nippelhöhe, Körperspannung und ab dafür. Und wenn ihr nicht mehr könnt, einfach weitermachen. Haben noch 10 Sekunden. Vorragend. So, ich guck mal gerade. Die 1, 2, 1. Also jetzt Schlagserie. Ein bisschen Pep. Hier nicht nur locker, könnt auch feste machen. Machen wir die Führhand hier stark am Bein belasten. Voll zurück. Nochmal eine Führhand rein. Auf die Plätze, Deckung zu und los geht's. Energie sparen, muss euer Herz das Blut nicht so weit nach oben pumpen. Bei der Übung könnt ihr schön durchatmen, die ist also auch so ein bisschen zum Regenerieren gedacht, aber natürlich arbeitet ihr trotzdem mit eurer rückseitigen Muskulatur und ab dafür. Und nicht vergessen, Arme ausgestreckt und Oberschenkel bleiben in der Luft. Und die Arme nochmal ausstrecken. Das kann ich ja bis hierhin spüren. Okay. 1, 2, noch eine 2. Bleib mal das Handtuch benutzen, Mann. Ich hoffe, euch wird auch warm. In dieser kalten Jahreszeit. Alle hier, 1, 2, zurück. Immer hier drauf achten, Hüfte kommt nach vorne. Und weiter geht's in 3, 2, 1. Halbzeit, 15 Sekunden noch. Okay, einmal auslockern.
Bergsteiger. Da komme ich rum. Können schon mal runtergehen, sind noch knappe 10 Sekunden. Hände aufsetzen, Schultern oberhalb der Hände, Arsch aufrichten und los geht's. Komm, richtig Knie anziehen, weit nach hinten treten und die Schultern über den Händen lassen. Noch 15 Sekündchen, dann seid ihr quitt damit. Auslockern. Nächste Runde sind wieder Skippings. Letzte 3 Stationen, Freunde der Nacht. Also nehmt euch die Zeit, nochmal tief Luft zu holen, damit ihr den nächsten Skippings-Intervall auch den notwendigen Einsatz bringen könnt. Und los geht's. Werft die Hände raus, setzt die Füße schnell, bleibt entspannt, lasst die Fäuste zu, bringt die Schultern mit. Letzten 10, nochmal Gas geben. Das Planken. Allerdings 2 Intervalle, also eine ganze Minute. Dafür ist die Übung ja nur isometrisch, das heißt, wir halten lediglich. Und danach kommt noch einmal die 1, 2, 3 und dann sind wir durch für heute. Wir machen noch ein bisschen Cooldown und dann seid ihr entlassen zum Abendessen, was ihr hoffentlich nicht schon vorher drin hattet. Okay, Ellbogen unter die Schultern, Arsch aufrichten und eine Minute Planken. Halte die Spannung im Hintern und in der Bauchmuskulatur. Bitte nicht durchhängen. Noch 30 Sekündchen. Konzentriert euch aufs Atmen, nicht aufs Denken. Nur halten, das schafft ihr alle locker. Merkt wahrscheinlich, dass es ein bisschen anstrengender ist als eben im ersten Durchgang. Oh, und die letzten 10 Sekunden brechen an. Okay, dann könnt ihr wieder hochkommen. Euren Rumpf so ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt kommen nochmal die 1, 2, 3, 2 Grad für den Kopfhaken. Gerne ein bisschen Tempo. Und dann sind wir mit dem Hauptteil auch schon durch. Findet ihr hinterher auch bei YouTube sicherlich. Also wenn ihr Bock habt, das irgendwann nochmal zu machen und habt die Station vergessen. Bei Guys in Glory Box Club auf YouTube. Findet ihr das? Und los geht's! Ich stoppe den Timer mal für euch. Okay.
Also Mitarbeit fand ich super und ich finde es auch ganz toll, dass ihr mich nicht alleine lasst und die Kameras anhabt. Dann sehe ich so ein bisschen was und habe auch ein bisschen mehr so direkt Feedback visuell, wie wird es angenommen, wird es verstanden, wird es gemacht. Und auch nochmal, um gerade diese YouTube-Sache zu erklären, also wir packen die Videos da unbearbeitet rein, die Zoom-Aufzeichnungen haben keine besonders geile Qualität, das ist also jetzt nichts, wo wir versuchen, einen YouTube-Kanal mit aufzubauen, sondern nur, weil die Nachfragen kamen für Leute, die es zeitlich nicht passen oder eben montags meine Trainings verpassen und dienstags. Der Jascha hat auch ein paar Trainings da online, wenn er vergisst, nicht vergisst, die aufzunehmen. Das machen wir nur, damit ihr die nachholen könnt oder dass ihr so eine kleine, sagen, Bibliothek an Trainings habt, wo ihr regelmäßig was machen könnt, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt. So, jetzt würde ich mit euch noch einen Cooldown machen. Die kann man schon noch ein bisschen dehnen. Guck mal, gerade, jetzt schreibt jemand was. Ah, guck mal, Spitzenservice. Ja, Thorsten, weiß ich doch. Du hast stets bemüht. Vielen Dank. Freut mich immer. Also, wir versuchen auch nur das Beste aus der Scheißsituation zu machen. That's it. Und wir hören ja auch nicht alle auf, Trainer zu sein, nur weil wir gerade den Club geschlossen halten müssen. Mir ist das auch wichtig, regelmäßig irgendwie mit Leuten Sport zu machen. Okay, dann fangen wir erstmal an, ganz locker auf der Stelle zu springen. Hängt die Schultern so ein bisschen aus, dass sie ganz bewusst auslockert. Und mache vielleicht auch noch eine Übung zu, weil ich selber ein bisschen Probleme bekommen habe vom ganzen Schattenboxen. Dann stellen wir uns jetzt erstmal nochmal breitbeinig hin. Oberkörper waagerecht nach vorne. Jetzt hängen wir mal mit dem rechten Arm einfach aus. Lass ihn mal von dem Gewicht des Arms, also von der Schwerkraft aus dem Gelenk rausziehen. Machen mal große Kreise mit dem Arm. Also ganz bewusst oben in der Schulter nicht fixieren, sondern einfach hängen lassen. Dann zieht er so ein bisschen an der Muskulatur, die euren Gelenkspalt verkleinert. Oh, wir wechseln hier mal die Drehrichtung. Kann man auch mit leichtem Gewicht in der Hand machen. Also gute Übung. Oder wenn man so ein Gummiband zur Verfügung hat, kann man da auch die Schulter so ein bisschen aus dem Gelenk ziehen lassen, damit da eben keine Raumverknappung stattfindet, die man dann so rumscheuert. Okay, dann wechseln wir den Arm. Auch mal den linken auspendeln. Schön ganz bewusst in der Schulter locker lassen. Das ist eigentlich so eine Reha-Übung, aber wir sind ja auch alle mittlerweile in dem Alter. Und auch hier mal die Richtung wechseln. Okay, dann richten wir uns auf, Fußsohlen ganz nebeneinander stellen. Und jetzt einmal aufrecht stehen, dann machen wir auch wieder aus mit den Schultern. Das heißt, legt man die Hände seitwärts auf die Oberschenkel, und die Schultern mal etwas zurück nach oben, also zurückrollen. Und drückt die mal fest runter, während ihr versucht, euren Kopf mit dem Hinterkopf nach oben zu recken. Und jetzt ganz bewusst die Schultern aus den, also die Arme aus den Schultern rausziehen, indem ihr versucht, die Fingerspitzen zum Boden zu drücken und den Kopf nach oben. Oh, jetzt packen wir einmal mit der rechten seitwärts über den Kopf, das mal ein bisschen vorsichtig, drücken den linken Arm Richtung Boden und den mal seitlich in die Halsmuskulatur oder in die Schulter. Hier bitte ganz vorsichtig die Spannung wieder lösen. Dann machen wir es auf der anderen Seite auch nochmal. Okay, dann nochmal vorsichtig lösen. Und jetzt die Schultern nochmal zurückrollen, die Arme über die Seiten nach außen nehmen. Einmal möglichst weit nach oben recken. Jetzt könnt ihr euch hier schon so hüftbreit hinstellen, dann habt ihr gleich ein bisschen mehr Balance. Jetzt packt ihr mit der rechten Hand den linken Arm, zieht mal wirklich an dem Arm bewusst und lehnt euch mal hier rüber. Ihr könnt die Dehnung zwischen Rippen noch mit Atmung verstärken, langsam aufrichten und die andere Seite mitnehmen. So gar nicht so wenig beweglich, was ich da sehe. Super. Okay, dann wieder aufrichten. Dann könnt ihr die Arme runternehmen. Jetzt, wie üblich, Rücken gerade, Füße nebeneinander. Rücken ganz gerade halten. Knie gestreckt, Hände vorne auf die Schienbeine. Und immer beim Ausatmen gucken, ob ihr da noch ein bisschen mehr Raum rauskriegt, ein bisschen weiter runterkommt. Dabei aber nicht den Rücken einrollen, sondern lasst ihn gestreckt gerade. Und jetzt den Kopf hängen lassen, die Schultern auch mal ein bisschen aushängen alles. Und dann packt ihr unten eure Fersen oder Unterschenkel und zieht euch noch näher zu den Beinen. Diesmal ganz eingerollt mit dem Kopf Richtung Knie.
Und von hier jetzt ganz langsam in Zeitlupe wieder die Wirbelsäule einmal abrollen, von unten nach oben. Okay, dann steht er ja wieder. Dann stellt ihr euch auf ein Bein. Packt euer Fußgelenk, bewegt die Knie nebeneinander und zieht an eurem Fuß. Wichtig ist, dass die Knie nebeneinander sind, euer Hintern angespannt. Hier im Hüftbeuger und im Oberschenkel vorne wollt ihr die Spannung haben. Okay, dann wechseln wir die Seite einmal. Okay, dann könnt ihr euch den Händen auf den Boden, Beine hinten rausgestreckt, mal in die Position bringen. Guckt mal, dass ihr mit den Händen so weit sind, Fußspitzen wandert, dass die Fersen noch am Boden sind. Und dann drückt ihr mal beide Knie durch, die Ferse im Boden, zieht den Hintern nach hinten oben. Und wenn wir das so ein paar Sekunden gehalten haben, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr noch ein bisschen weiter mit den Händen nach vorne kommt, ohne dass die Fersen abheben. Und wenn ihr noch ein bisschen weiter geht und die Fersen so langsam hochgehen, dann drückt ihr mal eine abwechselnd zum Boden. Spannung ein bisschen halten, weiter aufdehnen. Okay, jetzt kommen wir nach vorne in die Waagerechte. Lasst euch langsam runter, dürft ihr ganz ablegen. Einmal die Schultern nach hinten rollen. Und jetzt die Arme so weit durchstrecken, wie ihr das gefahrlos könnt, ohne dass die Hüfte vom Boden abhebt. Wenn ihr durchgestreckt bekommt, super. Wenn nicht, seid erstmal sanft miteinander, Kopf in den Nacken, Schulter ein bisschen nach hinten gerollt. Und in die Bauchmuskulatur gedehnt. Dann legen wir mal ab. Und jetzt versucht ihr alle mal, die Arme durchzustrecken, Hände unterhalb der Schultern. Versucht dabei, die Hüfte am Boden zu halten. Wenn sie ein bisschen mit abhebt, dann ist das eben so. Und aus der Position hinter nach hinten ziehen, Hände bleiben da. Einmal den Kopf zwischen den Armen durchdrücken. Und den Oberkörper so nach hinten ziehen, dass ihr auch in Längsrichtung der Arme noch ein bisschen Zug reinbekommt. Da nehmt ihr einen Arm so auf Stirnhöhe ungefähr, Schulter Richtung Boden, auch hier in Längsrichtung ziehen und mal in die Brustmuskulatur reinlegen. Wechseln, andere Seite natürlich mitnehmen. Okay, dann könnt ihr gerne auf Knien bleiben. Funktioniert auch so, dann müsst ihr gleich nicht wieder runter. Einmal einen Arm, möglichst nah am Körper vor der Brust hochschieben, hier einlocken, in Längsrichtung Zug aufbauen und ihn zum Körper, also zur Brust hinziehen. Merkt auf der Rückseite eurer Schulter, die hat heute ordentlich gearbeitet, vor allem beim Paddeln und bei den Skippings. Und auch hier mal die Seite wechseln. Jetzt seid ihr natürlich auch ideal aufgewärmt, dann kann man da mal vorsichtig durchdehnen. So wild war die Belastung ja hoffentlich nicht. Kann ja auch jeder für sich selber ein bisschen einstellen. Okay, dann einmal hinhocken. Dann zieht ihr, macht ihr mal alle den rechten Fuß, also die rechte Ferse, Richtung Steißbein. Dann stellt ihr euren linken Fuß über das rechte Knie. Greift mit eurer linken Hand möglichst weit hinter euch, rechten Ellbogen außen ins linke Knie. Und hier richtig schön nach hinten verdrehen. Nicht gegenhalten, schön locker bleiben. Und auch hier mal wechseln. Jetzt linke Ferse zum Steißbein, rechten Fuß übers linke Knie stellen, mit der rechten Hand möglichst weit hinter euch greifen, oh, mit dem linken Ellbogen hier nochmal unterstützend, außen im rechten Knie dagegen halten. Oh, da kommt noch der Gluteus Maximus, ob Kölsch Arsch, legt euch einmal auf den Hintern. Nehmt mal ein Bein hier vor das andere, greift mit der
Hand einmal durch die Mitte, außen vor das Knie, mit der anderen Hand außen dran vorbei vor das Knie und zieht langsam ohne Widerstand euer Knie durch die Brustmuskulatur. Und auch hier die Seite mal wechseln. Auch hier wieder durch die Mitte, vor das Knie, außen dran vorbei. Und langsam das Knie Richtung Brust ziehen. Okay, dann könnt ihr nochmal aufsetzen, Fußsohlen aneinander. Gestern ging es nicht so gut, da hatte ich so eine Runners Tights an, die war so fest vernäht und die Knie gar nicht richtig auseinanderbekommen hat. Quasi eine Art Keuschheitsgürtel. So, jetzt Oberkörper aufrichten, Fußspitzen packen, hier hochziehen und feste runterdrücken mit Kinn Richtung Fußspitzen. Okay, dann können wir es langsam lösen und dann sind wir mit dem Cooldown für den Körper schon durch. Ich hole mal mein Handtuch, also wer Bock hat, ist natürlich keine Pflicht, der darf natürlich gerne dabei bleiben. Ich mache ja immer noch ein bisschen was für die Rübe zum Runterkommen. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, deshalb fallen da maximal die letzten 5 Minuten drauf. So, ich setze mich mal gerne auf was ein bisschen höher ist. Kennt das Ding ja, wenn ihr euch... ach guck mal, was hast du da? Noch kurz für die Rübe. Die Rechercheeinheit der Familie hat im Guinness-Buch der Rekorde 2021, das es zu Weihnachten gab, geguckt. Und der längste Plank bei den Männern war 8 Stunden 15 Minuten. Ach, guck mal, ich bin ein Robot-Brain. Sehr gut. Guinness-Buch der Rekorde. Geil recherchiert. Vielen Dank, Florian. Sind wir alle wieder ein bisschen schlauer und vor allem habe ich jetzt das Backup, dass nicht alles, was ich erzähle, erfunden und Quatsch ist. Cool, also pass auf, hockt euch hin, wie auch immer, ihr sollt aufrecht sitzen, das ist Sinn und Zweck der Übung, das ist egal, ob ihr das auf dem Stuhl macht, aber frei, also nicht angelehnt, sonst habt ihr immer das Problem, dass ihr einschlafen könntet. Und heute würde ich mit euch mal so eine kleine Introspektion machen, haben wir ja auch schon mal, das heißt, ihr hockt euch hin, macht die Schulter ein bisschen auf, legt die Hände hier hin, haltet es die Hinterseite vom Kopf ein bisschen nach oben, möglichst gerade und möglichst aufwandslos sitzen. Und dann fangt ihr an mit eurer Atmung, die kennt ihr ja schon. Luft wird aus dem Bauch rausgedrückt mit der Bauchmuskulatur, aus der Nase raus. Und wenn ihr das entspannt, dann wird automatisch neue Luft nachgezogen. Dabei könnt ihr die Augen schließen. Also nur so als Tipp, man kann auch mit offenen Augen meditieren. Es gibt ja so Arten, wo man in eine Kerze guckt oder einen Punkt fixiert. Am Anfang ist es aber immer leichter, wenn man den Hauptreiz visuell ausschaltet und auch natürlich im ruhigen Raum sitzt, wo wenig los ist, damit man überhaupt den Fokus halten kann. Und dann atme so vor euch hin, so 5 bis 10 Mal, bis sich das irgendwann verselbstständigt und ihr automatisch diese Atmung beibehaltet, ohne dass ihr darüber nachdenken müsst. Dabei könnt ihr schon jetzt eure Gedanken beobachten, wenn da noch welche sind. Wenn ihr schon geübter seid, dann ist der Fokus vielleicht schon so scharf, dass da nur selten was aufploppt. Wenn ihr das regelmäßig macht, ist euch sicherlich auch nicht entgangen, dass das Ganze so stark tagformabhängig ist. Und dann könnt ihr jetzt euren Fokus einfach nach innen richten. Und fühlt mal so in euch rein. So, da kann man so verschiedene Körperteile durchgehen oder den Körper als Ganzes wahrnehmen. Versucht mal rauszufinden, ob es irgendwo zwickt, ob irgendwo Muskulatur verspannt ist. Zum Beispiel ein Anzeichen dafür sein könnte, dass ihr doch mehr Stress habt, als ihr gerade denkt. Vielleicht findet ihr auch ein Gefühl oder irgendwas, wo euch schon bewusst ist, dass ihr euch darüber ärgert. Und wenn ihr
da fündig geworden seid, dann versucht doch mal dieses Gefühl oder diese Emotion oder was auch immer das ist, einfach hervorzurufen und ein bisschen auszuhalten. Und wenn ihr keine gefunden habt, dann könnt ihr gerne auch eine Situation wählen, mit der ihr noch nicht ganz abgeschlossen habt, die euch geärgert hat oder enttäuscht, und eben damit arbeiten. Dabei könnt ihr vor allem der tiefen Muskulatur um den Solarplexus Beachtung schenken, weil logischerweise verschließen wir uns da am ehesten, wenn von uns negativ konnotierte Emotionen empfunden werden. Und den versucht ihr jetzt mal ganz bewusst entspannt zu halten, obwohl ihr vielleicht mit einer unangenehmen Emotion arbeitet. Und während die Muskulatur um den Solarplexus entspannt ist, könnt ihr euch jetzt schon mal fragen, wo sitzt diese Emotion denn? Und bleibt die gleich, wenn ihr die beobachtet, oder wird die sogar ein bisschen mehr oder weniger? An welcher Stelle im Körper sitzt die? Kann man dem Kind vielleicht einen Namen geben? Bei Kleinigkeiten reicht das manchmal 5 bis 10 Minuten und dann kann man das loslassen. Bei größeren Geschichten sollte man sich da vielleicht regelmäßig mal Zeit nehmen und so 15, 20, 30 Minuten sitzen, und dann wird das irgendwann auch einfach weniger. Das merkt ihr daran, dass ihr dann die Emotion beobachtet und die ganz plötzlich weniger wird, so als wäre die Luft rausgelassen. Und dann könnt ihr euch davon verabschieden. Aber solange ihr die Muskulatur um den Solarplexus anspannt, wird die einfach da bleiben, weil ihr euch dann emotional auch dagegen wehrt. Jetzt fangen wir wieder an, tiefer und bewusster zu atmen. Ihr könnt auch eure Aufmerksamkeit jetzt wieder von innen abziehen und ein bisschen mehr auf die Außenwelt gehen. Und bei der nächsten Einatmung dürft ihr gerne die Augen wieder aufmachen. Und euch noch ein bisschen bewegen, so dass ihr auch wieder wach werdet. Und dann auch nochmal der Tipp für euch, dass ich oder wir uns ja dazu entschlossen haben, das immer als Abschluss zu machen. Aber auch nochmal der Hinweis, ähnlich wie ihr nach dem Durchgang heute noch nicht eine Wettkampffitness habt, ist das mit dem Meditieren natürlich 5 Minuten, ist das eher eine Technikvorführung. Ich empfehle euch, 15 Minuten zu sitzen, besser 20, dann habt ihr wirklich messbare Effekte. Das lässt sich auch nachweisen, gibt es jede Menge Studien drüber. Und so könnt ihr natürlich auch mit so Scheiße umgehen, die euch abgefuckt hat. Haben wir ja gerade, also ich würde mal frech behaupten, dass jeder von uns irgendwas hat, was wegen Corona verhagelt wurde, sei es der Urlaub oder der Job oder was weiß ich auch immer. Dass ihr wichtig immer mal wieder in euch reinfühlt und guckt so, wie verquer bin ich denn da, weil sonst lauft ihr Gefahr, dass ihr
affektiert durch die Weltgeschichte marschiert und gar nicht wisst, dass ihr scheiße drauf seid. Und also so kann man damit arbeiten. Also me first, ich habe tatsächlich auch Anfang der Woche ein bisschen emotionale Schieflage gehabt, weil mich das alles abfuckt mit den Corona-Nachrichten und dass ich mit euch nicht hier analog trainieren kann. Ist mir aber aufgefallen, wäre ich früher einfach scheiße drauf gewesen und mittlerweile kann man da einfach besser mit arbeiten. Das ist gut für den Seelenfrieden. So, das war mein Wort zum Dienstag. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Vielen Dank, dass ihr die Kameras alle anhattet. Hat mir riesen Spaß gemacht mit euch, wie üblich. Ab morgen ist der Jascha am Start und ab Freitag dann wieder der Adi. Und wie gesagt, findet die Videos auf YouTube. Und ja, wenn wir uns nächste Woche Montag oder Dienstag sehen, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Dann, bis dahin, ich wünsche euch einen tollen Rest vom Abend. Und ja, sag mal einfach, bis die Tage. Vielen Dank. Tschö, danke. Danke, ciao. Danke. Da nicht für, sehr gerne.